Moin, der Wolfgang vom schönsten Ort Europas, St. Peter-Ording. Mit Spielwaren Mond im Kind. Aus dem Hause Simon und Jan erzählt euch mehr, diesmal für Paare. 70 Karten, 70 Anregungen, 70 Fragen, so funktioniert's. Auch bei der Paar-Edition aus der Serie Erzählt euch mehr, wagen wir uns an Themen, über die wir normalerweise nicht sprechen. Ich bin seit 33 Jahren im 34. Jahr verheiratet. Wir sehen uns Tag ein, Tag aus. Es gibt viele Dinge, die sind Automatismen geworden. Dinge, wo wir nicht wirklich drüber nachdenken. Es ist halt so und wir können uns hundertprozentig darauf verlassen, dass es auch so sein wird. Das macht eine gute Partnerschaft ja auch aus. Diese grenzenlose Vertrautheit, dieses selten überrascht werden, aber vieles trägt man ja auch mit sich herum, dass man so eigentlich gar nicht in Worte fasst, weil man es vielleicht für alltäglich hält oder weil man es auch gar nicht mehr so ansprechen würde. Und hier ist bei Erzählt euch mehr ebenfalls 70 Karten in der Box, gibt es drei verschiedene Stapel, einmal Reflexionen, Erinnerungen und Komplimente, die euch einfach Inspirationen geben, die euch vielleicht so einen kleinen Schubs geben, um Dinge in Angriff zu nehmen, über die es sich wirklich zu reden lohnt. Nehmen wir ein Beispiel, Komplimente. Komplimente, hier wäre beispielsweise die Frage, die du deinem Partner stellen kannst. Was hast du von mir lernen können? Ja, so einfach, so die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte rückblickend. Was hat dein Partner von dir, explizit von dir lernen können? So ist die Fragestellung. Und dann im Umkehrschluss natürlich auch umgekehrt. Oder welche meiner Eigenschaften gefällt dir am besten? Vielleicht auch deutlich, was von dem, was ich tue, macht dich am meisten an? Nehmen wir aus der Gruppe Erinnerungen. Erinnerung, das sollte etwas sein, was wir uns am ehesten vorstellen können. Ja, da weiß ich, was mit anzufangen. Also, wie und wo haben wir uns kennengelernt? Welche Erinnerungen verbindest du damit? Ja, man sollte meinen, dieselben. Gleichen? Oder doch unterschiedliche? Oder an welchen gemeinsamen Anschaffungen denkst du gerne zurück und warum? Also, das ist beispielsweise eine Frage, wo ich sofort eine Antwort zu hatte. Ja, da war eine Geschichte mit einem Wohnzimmerschrank. Bianca weiß, was ich meine. Oder dann haben wir, was ist deiner Meinung nach unser schönster gemeinsamer Moment? Allerdings in den letzten 6 Monaten, in den letzten zurückliegenden 6 Monaten, was war das Schönste, was war das absolute Highlight? Reflexion. 2, 3 Beispiele aus dem Thema Reflexion. Was wünschst du dir von mir für unsere Zukunft? Oder was sollte ich niemals zu dir sagen, egal wie wütend ich bin? Was ist ein absolutes No-Go? Was glaubst du, ist unsere größte gemeinsame Schwäche? Ja, ich finde es richtig gut, auch einfach mal über Themen zu sprechen, die wir, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, vielleicht für selbstverständlich halten und deswegen gar nicht ansprechen, weil das wissen wir ja sowieso. Sprecht drüber. Versucht es. Uns hat es begeistert und euch wird es auch begeistern. Da bin ich mir sicher. Liebe Grüße vom schönsten Nordeuropas, der Wolfgang.